Lege dich bequem hin und schließe deine Augen. Entspanne deinen Körper so gut es geht. Du atmest tief ein und aus. Stell dir vor, du liegst in einer hohen Wiese. Die Sonne scheint auf deinen Körper. Eine angenehme Brise weht an dir vorbei. Dein Gesicht ist ganz warm von der Sonne und das Gras kitzelt dich an deinen Füßen. Du setzt dich auf und schaust dich um. Um dich herum sind tausende Blumen, die sich im Wind hin und her bewegen. Es duftet nach der Wiese und den Blüten. Du stehst ganz langsam auf und streckst dich ganz weit. Jetzt kannst du noch mehr von deiner Umgebung sehen. Du entdeckst einen kleinen Bach, der in einen Wald führt. Du folgst diesem Bach. Da es ein wenig bergab geht, fällt dir das Gehen ganz leicht. Ganz ohne Anstrengung. Die Sonne ist sehr heiß geworden. Du willst dich mit dem Wasser des Baches abkühlen. Umso näher du dem Wasser kommst, umso mehr verspürst du die Kühle des Wassers. Du betrittst den nassen Boden neben dem Bach. Der sandige Untergrund ist ganz weich. Setze dich ein wenig auf einen Stein und genieße die Ruhe und Harmonie deiner Umgebung. Du kannst das klare Wasser sprudeln sehen. Nun hältst du deine Hände hinein. Es sticht schon fast vor Kälte, aber ist auch sehr angenehm. Du fasst mit deinen nassen Händen an die Stirn, um auch deinen Kopf abzukühlen. Nun gehst du weiter. Vor dem Wald bleibst du stehen. Der Wind zieht auf und bläst durch die Äste und Blätter. Du entdeckst einen kleinen Weg, der in den Wald führt. Der Weg war ganz weich von dem Moos, das überall wächst, und den abgefallenen Blättern der Bäume. Du gehst immer weiter in den Wald hinein. Schließlich bleibst du bei einer Lichtung stehen. Atme tief ein und aus. Die frische Luft gibt dir Kraft. Es riecht nach Holz, Pilzen und auch nach feuchter Rinde. Der Wind zieht wieder auf, diesmal jedoch kräftiger. Gleich ein Sturm kommt. Als du weitergehen willst, entdeckst du ein kleines, verwachsenes Häuschen. Es scheint schon länger niemand mehr da gewesen zu sein. Du siehst dir das Haus genauer an. Sogar einen kleinen Vorgarten mit einem alten Eisenzaun herum gibt es. An dem Gartentor ist ein rostiges Schild angebracht, auf dem in schöner Schreibschrift steht: Herzlich willkommen. Du machst das Tor langsam auf. Es quietscht. Du gehst langsam auf dem gepflasterten Weg durch den Vorgarten. Manche Pflastersteine, auf die du trittst, sind locker. Da du mittlerweile schon vereinzelt Regentropfen auf deiner Haut spürst und der Wind immer heftiger wird,
beschließt du, an die Tür zu klopfen. Weil nichts passiert, greifst du an den metallenen Türknopf und drehst ihn vorsichtig. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Du machst die hölzerne Tür auf und siehst hinein. Ein großes Sofa, ein Kamin mit angerichtetem Feuerholz und eine kleine Küche sind zu sehen. Du trittst in das Haus. Du fühlst dich sofort wohl und sicher. Die Dielen knarzen ein wenig, wenn du darauf trittst. Du hörst den Wind durch die Fensterläden wehen. Du beschließt, erst einmal hier zu bleiben und den Sturm abzuwarten. Du zündest das angerichtete Holz im Kamin an und setzt dich auf das mit vielen Kissen bestückte Sofa. Es ist so weich, du versinkst fast darin. Wie auf einer Wolke kommst du dir vor. Dein Körper fühlt sich ganz schwerelos an. Du hörst zu, wie das Feuerholz knistert und wie draußen der Wind weht. Du atmest tief durch. Du bist absolut entspannt. Deine Augen werden immer schwerer und schwerer. Und du schläfst wenig später ein.